So, da sind wir wieder mit dem lieben Mirko. Moin. Mirko, nochmal Gratulation. Danke. Gutes Spiel, würde ich sagen. Ja, im ersten Spiel hatte ich schon Angst, dass ich das noch verliere, weil Okay. der Black Rose Rank war unerwartet, aber ja, doch, bin Also, zufrieden. wir sagen oft immer, wenn man so Matches anguckt, so natürlich, oh, ein Black Rose Dragon wäre jetzt geil. Und dann kommt er auch noch. Ich habe da erstmal nur gesagt, oh, jetzt ein Black Rose Dragon. Und dann legt er ihn schon hin. Ich so, wollte erst gar nicht nachgucken, ob er überhaupt einen spielt. Ja, Ja, dann da hat kam er einfach mal schon. alles genommen, ne? Ja, Und leider. dann, super vorteilhaft, dass er auch noch seinen eigenen Toy, wenn er nochmal erwischen kann. Ja. Ja. Also er hat 4+ generieren können. Ja gut, aber du hast ja das Spiel dann trotzdem noch für dich entscheiden können, weil er hatte einfach kein, er konnte keinen Druck aufbauen. Nur der Crystal Ring in dem einen Moment, war das im Game 1? Ja, das Ja, war im Game 1. den hast du ja dann handeln können. Ja, wo ich den Terrorkreise gespecialt habe und er hat den Effekt vom Crystal Ring Genau. beim Invoker gemacht. Ja, und Und dann hatte dann. ich Instant Fusion, glaube ich, war das. Ja, du hast dann auf jeden Fall Genau, den ja, dann weggekriegt. genau. Und dann. Und dann haben wir gesehen, er hat gar kein Out mehr auf Masterpiece. auf dem Masterpiece. Aber doch, er hatte einen. Also dann nur, wenn du einen Spielfehler gemacht hättest. Und zwar diesen, er spielte diesen 3000er Shiranui. Das heißt, wenn er das geschafft hätte, dich zu zwingen, vorher irgendwie zu schießen, und dann hätte er mit dem 3000er drüber rennen können. Ja. Aber ansonsten war nur Crystal Ring sein Out. Sonst, Ach. er hatte nichts. Ja. 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 Wie. Ja, was könnte ich denn so sonst so von, zu dem Deck? Also, seit wann spielst du jetzt die Version? Die Version, die spiele ich jetzt seit einer Woche ungefähr. Ich habe vorher getestet, pures Zodiac mit Handtraps Ja. und dann hatte ich auch mal die Frostrix-Variante mit Zephyrus, dieses True Draco Ja. und gefiel mir nicht. Und dann bin ich zu den Mit Pavian-Breitbaum diesem gegangen. Ja, Raid-Raptor-Codes, ja. genau. Und dann eben zu den Pavian-Breitbaum. Deswegen spiele ich zwei Invoker. Ich war jetzt am Überlegen, einen Invoker, einen Totem Bird, aber ich habe mich dann doch für zwei Invoker entschieden. Ja, also scheint ja bisher ganz gut zu sehen. Ja, ich stehe jetzt zu 1. Einmal gerade eben die Runde davor gegen Dino verloren Gegen was für und ein Deck? gegen Dino war nur ein Dino Normales Dino? Okay. Trukring, glaube ich, war Okay. das. Hast du da schlecht gezogen oder? Ja, er hat mir eine Max C Challenge hat er angenommen und ich brauchte unbedingt einen Ghost Ogre, weil er diesen 3500 er hatte und deckt ja alles zu und macht dann 1000 Schaden für jedes Ja. zugedeckte. Ja, habe ich keinen Ogre gezogen und dadurch halt verloren. Ja, ansonsten, ja, du hast ja natürlich Imperial Order, wir hatten ja das Szenario vorhin, dass du mit Imperial Order Ja. sozusagen gewonnen Ja, hast. genau. Wie oft hat dir die Karte dieses, jetzt in den vorherigen Runden irgendwie Das geholfen? war, muss ich ehrlich gestehen, das erste Mal, dass ich sie überhaupt hatte. Also, sie hat dir den Sieg Ja, geschenkt. sozusagen, das kann man so sagen, dass der kaiserliche Befehl das gemacht hat. Ja. Das ist Handtraps, ich ziehe auch keine Handtraps irgendwie. Und was ich komisch finde, ich spiele drei Ashblossom im Jahr und zwei Geisterogre, aber komm nicht so gut irgendwie. Hast du, wie ist die Baobabun-Kombo mit, also die bei dir super funktioniert. Wenn Ja, man das Starterhand hat, ist genau, das natürlich Bombe, ist. ne? Aber hast du Also, sehr häufig das so gezogen? ja, es geht. Einmal hat mein Gegner sogar ein Warning drauf gespielt. Da habe ich mich natürlich gefreut. Der Effekt kommt ja Geht weiter, trotzdem. ja, Da kommen genau. zwei neue. Also hat er Minus gemacht sozusagen. Also ich bin im Großen und Ganzen damit zufrieden. Vielleicht hätte ich My Buddy is a Shield einmal ins Main packen sollen. Da habe ich jetzt spiele ich ja einmal im Side-Deck. Ja, Sag's sonst nicht im. so laut, du hast noch spätere Gegner. Nein, Ja. war ein Scherz. So, ja, also über die Deckliste brauchen wir nicht viel zu reden, das ist einfach so. Sag uns selber mal, was für Gags du so in den ersten Runden, auf die welche du getroffen Also bist. Runde 1. erste Runde war DDD. Ja, ui. Das habe ich 2-0, weil er konnte gar nichts machen. Er hat wohl gebrickt, hatte keinen Kepler, den du fürs Opening eigentlich Ja. brauchst. So, zweite Runde habe ich gegen Fluffy gespielt. Das war auch ein 2-0. Parallel, ne? Ja, das ist. Fluffy will eigentlich. Das war aber ein pures Fluffy-Deck. Ja. Das war ja ein Zombie-Mischmasch-Fluffy, was er da. Und Fluffy will ja anfangen, damit es ein OTK drücken konnte. So, ich durfte anfangen, wusste so gleich, okay, gut, ich spiele jetzt gegen Fluffy. Ich konnte mein Spiel halt eben umstrukturieren, musste nicht eben, konnte alles raushauen, um eben die gewissen Sachen zu ziehen. Im zweiten Spiel hatte ich dann die Barriere, da hatte sie Max C abgeschmissen, dann hatte ich zwei Monster, Barriere-Set abgegeben, kam Raigeki, dann war, hat sie ihre Schreckenspelz-Fusion oder wie die heißt, gespielt und da habe ich dann die Barriere auf Fusion gemacht und ja, dann kam ich mit meinem Ja, Play kommt da nicht durch. mehr rein. Ja, In und. Runde 2? Ne, das war ja die Runde Ach 2. so. Runde 3 Runde hatte. 1 war DDD, Genau. Verzeihung. Runde 3 habe ich Mirror Match gehabt.
Das war auch ganz gut. Ich hatte noch 350 Lebenspunkte, mein Gegner hatte noch ein paar Lebenspunkte auf jeden Fall mehr. Wir waren im Top-Deck-Modus, er top-deckte Terrorkreise. Ich hatte einen Emerald in Death gedreht, weil ich so dachte, okay, gut, wenn jetzt irgendwas kommt, würdest du noch Schaden kriegen? Genau, dann würde ich Schaden kriegen, dann würde ich Karte ja nicht, genau. So, dann Top-Deck der Terrorkreise, ich gucke im Friedhof, der Target Homburg natürlich schon weg gewesen. Ich hatte auf der Hand einen Ram-Ram, dann bin ich dran, zieh Landform, guck, ob ich noch Ziele habe für Landform und auch eben fürs Diagramm, ja, und das hat mir dann nachher den Sieg gebracht. Ja, das ist gut. Ja, und dann war die vierte Runde war das Dino und jetzt fünfte Runde ging das Fluffle-Zombie-Deck. Ja, gut, Mirko. Dann würde ich sagen, drücken wir dir noch die Daumen für die nächsten Runden. Danke. Ich hoffe mal, also dein Deck ist ja ganz gut präpariert eigentlich für jedes Matchup. Ja, also, ja. Du wirst jetzt, denke ich mal, nicht mehr nicht Top-Tier-Decks treffen. Ich glaube nicht, dass irgendein DDD zum Beispiel das stimmt. So aus einer Richtung. Ja gut, dann verabschieden wir uns schon mal. Wir sind bald wieder zurück. Ja. Circa 20 Minuten, würde ich sagen. Ja, und du dann eine schöne Angelegenheit. Darf ich noch Leute grüßen? Darfst, bitte sehr. Grüß ich so viel, grüße du meine Freundin, die leider zu Hause bleiben musste. Und ich grüße alle, die mich kennen und alle, die mitgereist sind. André Hansen und wie die alle heißen. Ja, die kenne ich alle noch. Ja, die kennst du noch. Okay.